Hey Fußballfreunde, lasst uns mal kurz überlegen. 222 Millionen Euro. Was kann man damit alles so machen? Die meisten hätten wahrscheinlich für ihr Leben ausgesorgt. PSG wird damit genau einen einzigen Transfer tätigen, und zwar Neymar. Bleibt er bei Barcelona? Geht er zu PSG oder vielleicht zu einem ganz anderen Club? Wir schauen auf die Personalie und was seine Zukunft so bringen wird. Schauen wir als erstes auf den Verein, der das ganze Drama überhaupt angefangen hat. Paris Saint-Germain sind stinkreich und wollen natürlich mit ihrem Geld den Megastar kaufen, um die Aufmerksamkeit zwischen den ganzen Topclubs auf sich zu ziehen. So, wie sie es bereits mit David Beckham und Zlatan Ibrahimovic in der Vergangenheit gemacht haben. Der Unterschied? PSG holte die zwei alternden Stars einst auf ihrem Weg in die Fußballrente. Neymar ist 25 Jahre alt und hat seinen Leistungszenit wohl noch nicht mal annähernd erreicht. PSG hat sich schon ein paar Mal um Neymar bemüht, aber das hat niemand so richtig ernst genommen. Außer der FC Barcelona, der Neymars Ausstiegsklausel schnell mal auf 222 Millionen Euro anhob. PSG ist offenbar bereit, diese unmenschliche Summe zu zahlen. Barcelona wäre machtlos und müsste den Brasilianer ziehen lassen. Aber passt Neymar überhaupt in die Startelf des PSG? Wir sprechen hier noch gar nicht von Alexis Sanchez, den PSG auch noch von Arsenal holen möchte. Neymar wäre in der Startelf auf jeden Fall gesetzt, aber wie will Emery ihn einbauen? Mit der Traumquote von 49 Toren in 50 Spielen ist Edinson Cavani sicherlich gesetzt in der PSG-Offensive. Dazu kommen auf links Julian Draxler, der gerade als Aushilfskapitän der Nationalmannschaft den Confed Cup gewinnen konnte, und auf links Angel Di Maria. Diese Aufstellung schafft Raum in der Mitte und Neymar könnte sich dort komplett frei entfalten. Er wäre das Genie hinter Cavani und hätte dort alle Freiheiten. Mit diesen vier Freigeistern in vorderster Front hätten die defensiveren Sechser Marco Verratti, Blaise Matuidi, Adrien Rabiot und Thiago Motta sicher einiges aufzuräumen. Aber seien wir mal ehrlich, mit dieser Aufstellung wäre PSG eine Fußballattraktion, oder? Und natürlich ist es eine Menge Arbeit für alle, um die Szenen der letzten Saison nicht zu wiederholen. Ihr erinnert euch, als PSG einen 4:0 Hinspielsieg im Rückspiel aus den Händen gab und am Ende mit 6:5 gegen Barcelona aus der Champions League flog? Und wer schoss damals im Rückspiel 2 Tore und legte 2 weitere vor? Richtig, Neymar. Kein Wunder, dass PSG ihn jetzt unbedingt haben möchte. Kommen wir jetzt zum FC Barcelona. Die sind offenbar ziemlich überrascht von den Schlagzeilen, die um Neymar aufkommen, und der ist allerdings nicht ganz unschuldig daran. Und er vertraut seinem Vater, der offenbar die Verhandlungen zwischen PSG und Barcelona führt. Oh Mann, Papa Neymar wird jeden Morgen dem Fußballgott danken, dass er so einen Einfluss auf das vielversprechendste Talent des Weltfußballs hat. Aber hat mal jemand darüber nachgedacht, was die ganzen Diskussionen um Neymar eigentlich mit Lionel Messi machen? Der hatte sich bereits daran gewöhnt, dass sein Verein ihm die besten Mitspieler der Welt zur Verfügung stellt. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so unrealistisch, dass die Megastars ihre Topclubs verlassen, trotz der Fantasiesummen, die in den Ablöseverträgen drinstehen. Es ist ja bekannt, dass Messi schon ein wenig Einfluss auf die Kaderplanung des FC Barcelona hat, und ganz ehrlich, er wäre damit nicht zufrieden, wenn sein vermeintlich bester Mitspieler den Verein wechselt. Stellen wir uns mal Barcelona ohne das N im MSN vor. Das tut weh, oder? Der Verein will mit seinem neuen Trainer Ernesto Valverde eine neue Ära einleiten. Man will zurück zu jenem Glanz, den Pep Guardiola dem Verein einst verpasste und der unter Luis Enrique zuletzt etwas verblasste. Ist die erste Aufgabe der Ära also, das Monsterloch zu stopfen, was Neymar hinterlässt? Das Kleingeld, was dabei rumkommt, kann definitiv dabei helfen, denn Paco Alcácer ist keine Option für die Startelf. Und das zeigt exakt das, was Barcelona vermissen würde, wenn Neymar gehen würde. 186 Mal gespielt, 105 Tore, 80 Vorlagen. In seiner Zeit in Barcelona gewann er einen FIFA Club World Cup, einen Spanish Super Cup, 3 Spanish Cups, 2 La Liga Titel und eine Champions League Trophäe. Dass ein Superstar seinen Verein verlassen möchte, das gab es schon 1000 Mal. Man muss nur mal nach Dortmund schauen, wo Pierre-Emerick Aubameyang unbedingt weg wollte und jetzt wohl doch mit dem BVB weitermachen wird. Oder die kuriose Meldung, dass Ronaldo Real verlassen will, weil er sauer über seinen Steuerprozess ist. Immerhin glaubt Barca-Mitspieler Gerard Piqué fest daran, dass Neymar noch weiter mit ihm für Barcelona auflaufen wird. Am Ende könnte es einfach nur ein neuer Monstervertrag sein, den Neymar im Hinterkopf hat. Das wäre zumindest eine gute Nachricht für Barcelona. Und dann wäre da noch ein anderer Verein, der mit ein bisschen viel Fantasie das nötige Geld aufbringen könnte. Manchester United.
Und wir reden nicht von Manchester City, dem neureichen Nachbarn, sondern Man United. Pep Guardiola wollte damals in seiner Zeit bei Bayern Neymar unbedingt haben, bekommen hat er Mario Götze. Wie unfair wäre es, wenn er jetzt zu seinem Ligakonkurrenten wechseln würde? United hat zumindest die finanziellen Möglichkeiten und auch durchaus den Willen, etwas Kleingeld in den Markt zu spülen, wenn ein Spieler es wert ist. Ob Neymar 222 Millionen Euro wert ist, das müssen andere entscheiden. Schauen wir doch mal, ob Neymar ins aktuelle United-Team passen würde. Zuallererst wäre die heilige Dreifaltigkeit der modernen Fußballstars vereint. Pogba, Lukaku und Neymar. Wir würden sicher keine noch so glamourösen Momente ihres Pimp-Lebens verpassen. Danke Social Media. Ohne Frage würde Neymar das Offensivspiel Uniteds bereichern. Ganz egal, ob neben Henrik Mkhitaryan, Marcus Rashford, Lukaku oder sonst wem. Wird sich Manchester United also um Neymar bemühen? Einmal haben sie ja schon für Paul Pogba eine Weltrekordablösesumme hingelegt. Und warum die Latte nicht noch ein wenig höher legen? Es ist sowieso alles möglich in diesem verrückten Transferfenster diese Saison. Jetzt seid ihr gefragt. Was ist eure Meinung? Wird Neymar bleiben? Wird er gehen? Und dann wohin? Zu PSG oder Man United? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr wollt, ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal.